Zeit.de. Mein Name ist Henrik und wir bauen heute eine stärkere Pumpe in die AlphaCool Icebear Aurora All-in-One Wasserkühlung ein. Standardmäßig ist da die AlphaCool DC LT2600 in der Ultra Low Noise Variante verbaut. Die schafft 75 Liter pro Stunde und eine maximale Förderhöhe von knapp unter einem Meter. Wir bauen heute die AlphaCool DC LT3600 ein. Die schafft 120 Liter pro Stunde und eine maximale Förderhöhe von 2,20 Meter. Denn wer kennt es nicht, kaum hat man den Kreislauf erweitert, einen Grafikkartenkühler hinzugefügt, zweiter oder dritter Radiator, schon reicht vielleicht der Durchfluss nicht mehr. Dem helfen wir heute auf die Sprünge. Viel Spaß! Zur Sicherheit lege ich den Arbeitsplatz vorher mit ein bisschen Zewa aus, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich während des Bastelns auch noch ein bisschen kleckern werde. Anschließend löse ich die installierten Fittings. Den Stopfen, der den integrierten Ausgleichsbehälter verschließt, kann man gut mit einem großen Schlitzschraubendreher lösen. Im nächsten Schritt widmen wir uns der Unterseite und hier kommt auch schon das Zewa zum Einsatz. Zum Glück habe ich das Feuer hingelegt. Ich benutze übrigens kein Arsenal an Schraubendrehern, sondern einen Bithalter. Das hat für mich den Vorteil, dass ich einen Schraubendreher habe, wo ich dann verschiedene Bits einfach wechseln kann. In dem Fall hat AlphaCool auf der Unterseite innen Sechskant Schrauben verwendet. So, nachdem ich dann die doch sehr langen Schrauben endlich draußen hatte, fiel mir dann auch direkt die vernickelte Kühlerbodenplatte entgegen. Der Aufbau des Kühlers ist vergleichbar mit dem von normalen Wasserkühlern, also normal in Anführungszeichen natürlich. Es gibt eine sehr feine Rippenstruktur und eine Jetplate lenkt den Verlauf des Wassers darüber. Das ist häufig auch eine Fehlerquelle, weil das dann so filigran ist, dass wenn sich dort Schmutz sammelt oder Ablagerung, das dann verstopft wird oder nicht mehr gut fließen kann. Und das beeinflusst natürlich die Kühlleistung. Deshalb ist das auf jeden Fall sinnvoll, wenn man das bei so einer Gelegenheit dann nochmal sauber macht. Bei den Dichtungsringen habe ich mir angewöhnt, die im besten Falle dahin zu tun, wo sie herkommen. Dann weiß man definitiv, dass sie dahin gehören und sie kommen nicht weg. Nachdem wir jetzt alles soweit auseinandergenommen haben, können wir die äußere Hülle des Eisbären vom Inneren trennen. Das Innere besteht ja dann letztendlich nur noch aus dem Ausgleichsbehälter, aus dem kleinen, der Pumpe und der Beleuchtungselektronik und in dem Fall auch noch der Sockelhalterung, weil ich die nicht abgemacht habe. Die DC LT2600 Pumpe ist mittels eines Halterahmens und zwei Kreuzschrauben mit dem Ausgleichsbehälter verbunden und kann ganz einfach gelöst werden. Noch können wir die Pumpe nicht entfernen, da das Anschlusskabel durch das Gehäuse des Eisbären geführt ist. Ich drücke diesmal mit einem sehr kleinen Schlitzbit die Rastnasen der Kabelkontakte im Stecker nach unten,
damit ich anschließend den Stecker vom Kabel trennen kann. Anschließend kann ich das Kabel durch die Gehäusedurchführung ziehen. Den Halterahmen und die Schrauben gut aufheben, den brauchen wir später für die Montage der neuen Pumpe. Um die neue DCLT 3600 Pumpe in den Eisbären einzubauen, machen wir das gleiche, was wir eben gemacht haben, im Prinzip rückwärts. Das heißt, wir bauen den Stecker auch von der neuen Pumpe ab, damit wir das Kabel durchziehen können, und bauen ihn hinterher wieder ran. Damit man sich aber mit der Reihenfolge auf jeden Fall sicher ist, welcher Pin wohin gehört, stecke ich die alte Pumpe wieder zusammen, nur lose, einfach damit ich eine Orientierung habe später und das Ganze nicht verpole. Nachdem ich den Stecker entfernt habe, kann ich das Kabel der neuen Pumpe durch das Gehäuse führen. Man sollte allerdings auf jeden Fall daran denken, vorher den Halterahmen drüber zu ziehen. Wenn man das Kabel sonst erstmal durchs Gehäuse gezogen hat, ärgert man sich, wenn man das Ganze nochmal machen darf. Bevor man den Stecker wieder an das Anschlusskabel der Pumpe bauen kann, muss man die Rastnasen der Metallkontakte wieder zurückbiegen, damit sie später wieder gut im Stecker sitzen. Das kann mitunter ziemlich fummelig werden. Ich habe mir hier eine Nagelschere zur Hilfe genommen, weil ich damit eine sehr kleine Kontaktfläche hatte und trotzdem gut Kraft aufwenden konnte. Falls alle Stricke reißen, gibt es diese Stecker aber auch als Set zum Nachmachen, oder man könnte sich auch von einem defekten Lüfter oder auch von der alten Pumpe den Stecker abschneiden und dann auch zulöten, wenn einem das besser liegt. Also für jeden Ernstfall gibt es eine Lösung, sodass man am Ende auf jeden Fall wieder mit einer funktionierenden Pumpe dasteht. Die Pumpe kann ich anschließend einfach wieder mit ihrem Halterahmen und den beiden Kreuzschrauben am Ausgleichsbehälter montieren. Fast geschafft. Jetzt kann ich auch schon den Deckel des Eisbären wieder über das ganze Innenleben ziehen und die Kabel zurechtrücken. Jetzt kommen die Dichtungen auch wieder an ihren Platz, damit nachher auch kein Wasser ausläuft. Und auch die Bodenplatte kommt wieder an ihren angedachten Platz. Thank you.
Videoschnitt sei Dank hat man nicht gesehen, dass mir zwischendurch gefühlt 100 Mal der Schrumpfschlauch vom Sleeve gerutscht ist und ich versucht habe, das da wieder hinzufummeln. Letztendlich habe ich mich dazu entschlossen, einfach ein neues Stück Schrumpfschlauch drüber zu schrumpfen. Dann sieht das auch wieder sauber aus. Am Ende freuen wir uns, dass der Umbau relativ leicht von der Hand ging und dass wir jetzt ein echtes Unikat in der Hand halten. Der AlphaCool Eisbär AIO Wasserkühler ist ja für sich schon eine sehr kompakte Lösung, denn er vereint CPU-Kühler, Pumpe und Ausgleichsbehälter in sehr kleinem Maß, sodass man mit ihm auch sehr spezielle Lösungen hinbekommt. Und mit der stärkeren Pumpe braucht man sich auch nicht scheuen, weitere Radiatoren oder einen Grafikkartenkühler mit in den Kreislauf zu nehmen. Gut ist auch, dass man mit der stärkeren Pumpe die Wahl hat, ob man die Mehrleistung in vollem Umfang benötigt oder vielleicht nur zum Teil. Und dann kann man natürlich die Pumpenleistung auch noch über das Mainboard regeln. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Wir hoffen, wir konnten euch helfen und wünschen euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal.